Eine kurze Warnung vorab. Der Vortrag nicht so sehr, aber die Präsentation auf jeden Fall wird Beispiele von beleidigender und diskriminierender Sprache enthalten. Nochmal zum Titel. Ich habe den als Vorschlag bekommen. Ich habe nicht schnell genug reagiert. E-Mail ist nicht so richtig mein Medium und irgendwann war die quasi meine Kontaktperson hier so ein bisschen verzweifelt und hat mir von sich aus einen Vorschlag gemacht. Und da war dieses Wort harte Sprache drin und zuerst wollte ich das ablehnen, weil harte Sprache sozusagen jetzt keine sprachwissenschaftliche Kategorie ist. Aber dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dann gefiel mir das eigentlich doch ganz gut, denn das drückt so ein bisschen vielleicht auch die Hilflosigkeit aus, die wir haben, wenn es darum geht, den sprachlichen Aspekt der Entwicklung zu beschreiben, die wir so in den Online-Medien im Moment sehen. Was kann alles unter diesen Begriff harte Sprache fallen? Ich glaube, das sind zwei Hauptkategorien. Das eine ist Beleidigung und wir haben das ja auch eben in dem kleinen Video schon gesehen. Also natürlich sind Beleidigungen problematisch. Man möchte sie, man muss darüber diskutieren, wenn sie überhand nehmen. Beleidigungen, darunter würde ich verstehen, sprachliche Ausdrücke, oder es muss natürlich nicht sprachlich sein, es kann auch durch Gesten geschehen oder durch multimediale Mittel, da können Bilder dabei sein oder es können solche Meme sein, solche Internet-Meme. Aber das sind Ausdrücke, bei denen das positive Selbstbild, so in Wörterbüchern steht immer die Ehre einer Person oder einer selbstdefinierten Gruppe, in Frage gestellt wird. Und demgegenüber würde ich die Kategorie Hassrede stellen, über die ja in den letzten Monaten viel geredet worden ist, bei der eventuell auch gesetzliche Maßnahmen noch erfolgen werden, um zu dem Tatbestand der Volksverhetzung hier quasi weitere Handhabe hinzuzufügen. Hier geht es um Ausdrücke der Herabsetzung und Verunglimpfung und Feindseligkeit gegenüber Bevölkerungsgruppen oder gegenüber Individuen, aber als Mitglieder einer Gruppe. Also die werden nicht in ihrer individuellen Ehre angesprochen oder in irgendeiner Form ihr eigenes persönliches Selbstbild in Frage gestellt, sondern ihr eigenes persönliches Selbstbild spielt überhaupt keine Rolle, weil sie ausschließlich eine Gruppe vertreten und auf diese Weise angesprochen werden. Das heißt, bei Beleidigungen werden Personen als Individuum angegriffen aufgrund individueller Eigenschaften oder Handlungen. Und bei Hassrede werden Personen als Gruppe angegriffen, als vordefinierte Gruppe, zu der sie sich nicht unbedingt selber entschieden haben, und zwar aufgrund ihrer Existenz oder echter oder fiktiver Eigenschaften dieser Gruppe. Der Meinungsredakteur des Tagesspiegel, Malte Lehming, hat vor einigen Wochen einen Text geschrieben, Hass im Netz, was tun? Nichts. Das war die Überschrift und das war auch seine Antwort und das fing so an. Achtung, der Verfasser dieses Artikels ist ein wohlstandsverwahrloster Pseudointellektueller, für Nürnberg 2.0 vorgemerkt, deutschspießig, ein Islamschleimbeutel, einer der größten Vollpfosten, ein Antisemit, ein Fetzenschädel, ein politisch korrekter Dummschwätzer, ein Maulheld, er verfasst geistige Ejakulate, gehört der CIA, dem Mossad, Scientology oder einer anderen Truppe an, hat keinen Arsch in der Hose. Ich habe das alles gegoogelt, das wird tatsächlich alles über ihn im Netz gesagt. Und er sagt dann am Schluss, ja, das wird für immer im Internet stehen und so ist es normal, das muss man aushalten. Und was Malte Lehming hier nicht versteht, ist, dass er hier als Individuum angesprochen wird für Dinge, die er gesagt und getan hat. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen seine Kolumne liest, ich könnte fast alles, was hier, nein, ich würde es so nicht ausdrücken. Aber ich verstehe auf jeden Fall, dass Leute diese Dinge über ihn sagen. Das sagen sie über ihn, nachdem sie sich aufgrund seiner individuellen Aussagen und Handlungen eine Meinung gebildet haben. Das sind trotzdem Beleidigungen und deshalb gehört sich das natürlich nicht, gehört auch nicht unbedingt in eine rationale Debatte. Aber Malte Lehming wird hier nicht als Person aufgrund seiner Eigenschaften in Frage gestellt. Seine Existenz wird nicht in Frage gestellt. Ihm werden keine Eigenschaften zugeschrieben, weil er Mitglied einer Gruppe ist, sondern ihm werden Eigenschaften zugeschrieben, weil er jede Woche mehr oder weniger empörende Dinge in seiner Kolumne schreibt. Natürlich auch ganz bewusst. Ist ja nicht so, dass er das nicht wusste, dass das kontrovers ist, was er da macht. Hassrede sieht so aus. Ich würde am liebsten auch alle Musel vergasen, aber langfristig wird es einfach nicht helfen, weil es irgendwann wieder Idioten geben wird, die irgendwelche irrationale, dumme Scheiße glauben. Wer die Quelle haben möchte, kann bei mir nachfragen, dann gebe ich Ihnen die URL.
Oder ihr seid Drecksfotzen und bleibt Drecksfotzen. Spätestens der Beitrag, dass man Männer besser beschneiden sollte, um Frauen vor Viren zu schützen, beweist das. Meine Rache, sollte jemals eine Frau oder ein Mädchen vergewaltigt werden, werde ich nichts dagegen tun, selbst wenn sie bei mir bettelt. Das ist Hassrede, weil hier überhaupt nicht über Einzelpersonen aufgrund irgendetwas, was sie getan haben, geredet wird, sondern hier wird über die Vernichtung von Muslimen fantasiert und hier wird über Vergewaltigung von Frauen fantasiert. Der Täter hier möchte es natürlich nicht selber machen, der wartet einfach, bis das jemand anders macht, aber seine Rache ist, dass er dann nicht helfend einschreitet. Und hier wird zwar sogar eine Meinung genannt, die hier kritisiert wird, das ist ja ein Kommentar, der unter einem Blogbeitrag stand, aber das, was hier gesagt wird, ist ja keine Reaktion auf diese Meinungsäußerung. Da steht ja in keinem inhaltlichen Zusammenhang. Wenn es wenigstens so eine Art Quid pro Quo gewesen wäre, dass man sagt, wenn du für die Beschneidung bist, bin ich auch für weibliche Genitalverstümmelung oder so, da wäre wenigstens ein logischer Zusammenhang gewesen. Aber hier wird einfach nur gesagt, eine Frau, die ihre Meinung äußert, die soll vergewaltigt werden und ich werde dann nicht helfen. Es sitzt irgendwie nicht ganz richtig hier. Wenn man sich die Gruppen anguckt, die Ziel von Hassrede werden, und ich mache das hier mal deutlich am Beispiel von tatsächlich abwertenden Wörtern, also an der Art von Hassrede, die sich bereits im Lexikon unserer Sprache niedergeschlagen hat, dann sind das so Gruppen, die zunächst mal also als Sammelsurium erscheinen. Das sind zum Beispiel Behinderte, das sind Migranten oder Ausländer allgemein oder häufig auch Muslime oder alle drei Dinge. Das wird viel miteinander vermischt. Das sind Frauen, das sind Homosexuelle, Schwarze, egal ob sie Ausländer sind oder nicht. Dunkle Hautfarbe ist immer ein Anlass für abwertende Sprache. Das sind häufig auch bildungsferne Mitglieder bildungsferner Schichten, wie man die heute nennt, und oder Sozialhilfeempfänger. Und die haben ja nun zunächst mal nicht viel miteinander zu tun, außer dass es jede Menge abwertende Ausdrücke gibt, mit denen man sie bezeichnen kann und mit denen sie auch mit großer Begeisterung zum Teil in den sozialen Netzwerken bezeichnet werden, bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Ich lese die nicht alle vor, es sind Wörter dabei, die möchte ich überhaupt nicht aussprechen, das sind aber alles Wörter, die ich habe es jetzt alles nochmal durchgeguckt, das sind alles Wörter, die man im Moment zum Beispiel über die Twitter-Suche finden kann. Das überlappt sich natürlich zum Teil ein bisschen. Ich lasse das mal so wirken. Frauen, ich habe mich da ein bisschen drauf konzentriert, habe hier etwas mehr hingeschrieben, weil eins der Themen ja, oder das zentrale Thema ja hier auch Geschlecht und Gender sein soll. Hier sieht man, dass es so ganz verschiedene Gruppen, hier will ich mal etwas genauer darauf eingehen, es gibt so verschiedene Gruppen, das ist auch in der Schimpfwortforschung, in der das oft abgehandelt wird, obwohl es da meiner Meinung nach nicht hingehört, auch schon beobachtet worden. Das sind entweder Gruppen, die auf die sexuelle Verfügbarkeit von Frauen, also Wörter, die auf die sexuelle Verfügbarkeit von Frauen abstellen. Das sind aber auch Wörter wie Mauerblümchen oder graue Maus oder Heimchen, die quasi gerade eine Unattraktivität ausdrücken. Das sind Wörter, die die Intelligenz in Frage stellen, wie Blondine oder Blondchen. Das ist zumindest bei Frauen synonym mit Dumm oder auch Dummchen. Natürlich gibt es jede Menge Tiermetaphern hier. Ich habe jetzt Schnepfe, Ziege und Kuh mal beispielhaft ausgewählt. Dann gibt es jede Menge Schimpfwörter für Frauen, die sich nicht an traditionelle Weiblichkeitsbilder halten wollen. Emanze, sehr, sehr lange, schon seit über 40 Jahren, quasi nicht nur Selbstbezeichnung, sondern auch Schimpfwort, aber auch so Dinge wie Karriereweib oder Macchiato-Mutter oder Rabenmutter, alles Dinge, die man im Feuilleton lesen kann, wenn über Frauen mit bestimmten Lebensbildern geredet wird. Wenn sie allerdings zu sehr auf ihre reproduktive Funktion bedacht sind, dann werden sie auch schnell wieder zur Brutmaschine. Also irgendwie können sie es nie richtig machen. Sexuell verfügbar ist schlecht, sexuell unattraktiv ist schlecht, auf die Karriere fixiert ist schlecht, auf die Familie fixiert ist schlecht. Eigentlich ist das alles schlecht. Homosexuelle werden auch mit großer Begeisterung mit Begriffen bedacht, die natürlich hauptsächlich auf bestimmte sexuelle Praktiken abzielen. Dabei fällt auf, dass es hauptsächlich Männer sind, homosexuelle Männer, die beschimpft werden. Es gibt auch so ein paar Wörter für homosexuelle Frauen, die häufig, das ist aber schon schwer, die zu finden. Also da werden dann häufig einfach die Wörter genommen, die es sowieso an abwertenden Wörtern für Frauen gibt. Für Schwarze gibt es natürlich Wörter,
von extrem krass bis etwas peinlich, sozusagen dieser Versuch zum Beispiel der Rechtsradikalen mit dem Wort maximal pigmentierter, das, was sie als politisch korrekte Sprache empfinden, nachzubilden, um sich erst recht lächerlich zu machen, Bildungsferne und Sozialhilfeempfänger. Da gibt es weniger Vielfalt, aber auf jeden Fall gibt es sehr beliebte Schimpfwörter auch dort. Also das haben die alle, das ist das, was diese Gruppen alle miteinander gemeinsam haben. Sie werden offensichtlich gerne beschimpft. Die Frage ist natürlich, warum die gerne beschimpft werden. Und das wird eigentlich erst deutlich, wenn man sich jeweils das Gegenteil von dem anguckt, was wir hier stehen haben. Also das Gegenteil von behindert, da haben wir im Deutschen kein so richtiges Wort dafür. Able-bodied wird das häufig genannt, wobei ich hier ja sowohl körperliche als auch geistige Behinderungen habe. Neurotypical wäre zum Beispiel noch so ein Wort für Menschen, die in der Glockenkurve quasi was den kognitive Fähigkeiten oder Zustände angeht, irgendwo in der Mitte liegen. Migranten und Ausländer, dem steht gegenüber das Deutschstämmige, dem Islam steht gegenüber das Christentum, Frauen steht das Männliche gegenüber, Homosexuellen das Heterosexuelle, das Gegenteil von Schwarz ist Weiß, das Gegenteil von Bildungsfern ist Bildungsnah und das Gegenteil von Sozialhilfeempfänger ist vielleicht sowas wie finanziell halbwegs abgesichert. Das heißt, was wir hier in der Mitte haben, das erklärt dieses merkwürdige Sammelsurium, was wir an zu beschimpfenden Gruppen haben, das, was wir in der Mitte stehen haben. Das ist nämlich der Normalfall. Das ist das, was vorausgesetzt wird und was als anständig und quasi als allgemein universell gültiges Vorbild gelten kann. Interessanterweise finden wir hier drin auch noch, gibt es noch eine weitere Eigenschaft, die diese Dinge hier innen drin gemeinsam haben. Das ist nämlich schon sehr viel schwerer, hier abwertende Wörter zu finden, die auf diese Eigenschaften Bezug nehmen. Es ist so, dass das Wort Kartoffel manchmal verwendet wird, generell von Migranten und Migrantinnen für Deutsche. Muslimische Jugendliche verwenden manchmal das Wort Christ als Beleidigung für Deutsche, ob die Christen sind oder nicht. Macker und Macho sind sicher so zwei etwas abwertende Begriffe, wobei, wenn man mich so nennen würde, ich würde mich nicht besonders abgewertet fühlen, vielleicht sogar ein bisschen stolz. Aber das sind sozusagen, auf jeden Fall beziehen die sich natürlich auf Männlichkeit an sich. Homosexuelle haben manchmal dieses Wort Hete, auch das fast liebevoll, also hat kaum die verletzende Macht, die die Wörter haben, die umgekehrt die heterosexuelle Mehrheit für die Homosexuellen hat. Entschuldigung, Weißbrot ist was man manchmal liest. Bildungsferne, Sozialhilfeempfänger, also mit dem Aufkommen dieses Populismus, den wir zurzeit erleben, haben wir da so ein bisschen das Wort Elite, was zu so einer Art allgemeinem Pauschalschimpfwort wird. Eigentlich also sollte eigentlich für bildungsnahe, finanziell abgesicherte Leute sein, wird allerdings häufig von Leuten verwendet, die selber bildungsnah und finanziell abgesichert sind und sich nur dadurch quasi als volksnah darstellen wollen. Einer der Gründe, warum es nicht viele Schimpfwörter gibt oder warum uns vielleicht auch gar nicht auffällt, dass es nicht so viele Schimpfwörter gibt, ist, dass wir ja schon Wörter haben wie wir oder Menschen oder Leute oder Mann für diese Kombination, die wir hier in der Mitte sehen. Interessanterweise auch vorhin in dem Video sind ja Menschen gezeigt worden, die in dem äußeren Kreis verortet sind. Das heißt, es geht ja hier nicht allgemein darum, dass der Ton im Netz rauer wird, sondern dass der Ton bestimmten Menschen gegenüber im Netz rauer wird und der kommt aus dieser inneren Position heraus, aus diesem als normal geltenden inneren Kreis heraus werden eben all diese Menschen beleidigt. Ich denke, es ist klar, hier geht es nicht nur um Beleidigung, hier geht es um fundamentales Infragestellen von Existenzberechtigung. Ich will hier kurz, weil das auch wichtig ist, gerade wenn man online redet und eine Unterscheidung einführen zwischen dem, was ich direkte Hassrede nennen würde. Entweder ist der Hass dabei auf die Gruppe gerichtet, zu der die Angesprochenen gehören, das heißt, ich spreche die direkt an. Ich habe ja am Anfang das Beispiel gezeigt, also Frauen, die irgendwie ihre Meinung äußern, werden sehr schnell zum Ziel von Vergewaltigungsdrohungen oder Gewaltfantasien allgemein, die direkt in der Ansprache ausgedrückt werden. Es gibt auch sowas wie referenzielle direkte Hassrede. Da rede ich halt über eine Gruppe in hasserfüllter Art. Sie gehört vielleicht nicht zu meinem Publikum, aber ich spreche trotzdem über die Benannten. Ich benutze die Wörter für die Gruppe, über die ich rede. Abwertende Sprache, angewendet auf Mitglieder der Gruppe, für die diese Sprache
gedacht ist. Und dann gibt es das, was ich indirekte Hassrede nennen würde, und das ist fast noch häufiger, wenn man sich die sozialen Medien anguckt. Hier ist der Hass auf eine Gruppe gerichtet, zu der die Benannten gar nicht gehören. Aber trotzdem richtet sich Hass auf diese Gruppe. Ich will das hier mal an zwei von diesen Kategorien verdeutlichen. Wenn wir uns angucken, wie über Frauen geredet wird, dann werden Frauen angesprochen oder es wird über sie geredet mit abwertenden Begriffen für Frauen, die sehr häufig was mit Sexualität zu tun haben oder eben mit Intelligenz oder mit einer bestimmten Rolle, dass sie im Prinzip in den Haushalt gehören und nicht ins Berufsleben. Das heißt, Frauen befinden sich außerhalb dieses geschützten Kreises und werden mit Wörtern beleidigt. Sicher sind es auch Beleidigungen, die aber gleichzeitig auf die Eigenschaften dieser Gruppe abzielen und dieser Gruppe bestimmte Eigenschaften zuschreiben und dieser Gruppe bestimmte Orte zuweisen in der Gesellschaft. Genauso wie diese Begriffe für Homosexuelle natürlich verwendet werden, für Homosexuelle. Aber diese Begriffe für Homosexuelle, wenn Sie sich mal angucken, was für Schimpfwörter unter heterosexuellen Männern ausgetauscht werden oder auf welche Weise heterosexuelle Männer beschimpft werden, dann werden die auch mit diesen Ausdrücken für homosexuelle Männer beschimpft. Und hier haben wir es mit indirekter Hassrede zu tun. Der heterosexuelle Mann, der soll eigentlich nur beleidigt werden, dem sollen gar keine Eigenschaften zugeschrieben werden. Er wird aber beleidigt, indem man sagt, du bist gar kein echter Mann, du gehörst eigentlich in diese Kategorie außerhalb dieses geschützten Kreises. Allgemeiner gesagt, wer sowieso zu diesen sogenannten Minderheiten gehört, und ich denke, durch dieses Schaubild ist klar geworden, dass Minderheit hier nichts mit tatsächlichen Zahlen zu tun hat, sondern mit einem gedachten Normalfall und einem gedachten Anderssein. Diese Personen werden beleidigt, indem stereotypisierte Gruppeneigenschaften ihnen immer wieder zugeschrieben werden, bei jeder Gelegenheit, egal ob es situativ passt oder nicht und egal ob diese Person in irgendeiner Weise individuelle Eigenschaften gezeigt hat, die das vermuten lassen. Bei den Personen, die innen in dem Kreis drin sind, die werden beleidigt, indem man im Prinzip auch Hass gegen eine Gruppe außerhalb des Kreises verbreitet und diese Person aus dem inneren Kreis rausnimmt und sagt, da gehörst du eigentlich hin, du gehörst eigentlich nicht in den Normal, bist kein echter Mann oder was auch immer. Es wird oft, wenn über Hassrede geredet wird, sich die Frage gestellt, um was für einen Hass geht es hier überhaupt? Also muss ich wirklich Menschen hassen, um diese Wörter zu verwenden? Eine beliebte Ausrede im Internet ist, es war nur Satire. Du weißt doch gar nicht, was ich wirklich denke und außerdem habe ich Freunde, die sind so und ich empfinde gar keinen Hass. Deshalb kann es keine Hassrede sein. Und in der Tat wird auch in der Literatur oft gesagt, Hassrede setzt eigentlich voraus, dass der oder die Sprechende selber Hass empfindet und oder erreichen will, das dritte Hassempfinden. Also das ist sozusagen die Empfindung des Hasses auf der Seite des Sprechenden oder derjenigen, die er mit sich solidarisieren will, zu verorten ist. Auch in der Literatur, aber vor allen Dingen auch gerade viele Menschen, die aktivistisch tätig sind, die gehen eher von der betroffenen Seite daran und sagen, ja, also ob du wirklich Hass empfindest oder nicht, ist eigentlich egal, wenn die Person sich gehasst fühlt, die da angesprochen wird, das ist eigentlich das entscheidende Kriterium, bei dem wir dann zum Beispiel über Moderation oder Zensur oder was auch immer dann im Raum steht, nachdenken müssen. Beides ist ein bisschen problematisch, weil beides sozusagen den Ausweg lässt, zu sagen, ich habe überhaupt keinen wirklichen Hass empfunden, ich wollte nur provozieren, ich wollte nur trollen. Oder auf der anderen Seite kann man dann immer eine Person finden aus dieser Gruppe, die sagt, ich fühle mich gar nicht, also mir ist es egal, von mir aus können die ruhig diese Wörter benutzen. Also man kann sich immer sehr leicht dem entziehen, wenn man das so individualisiert und sagt, der Täter oder das Opfer müssen hier Hass empfinden oder sich gehasst empfinden. Und das ist das, was man eigentlich an diesen sozusagen lexikalisierten, ins Wörterbuch eingegangenen Formen von Hassrede gut erkennen kann. Stattdessen muss man sicher auch sagen, ist das generell geeignet? Würde die Sprachgemeinschaft als Ganzes das als eine Äußerung empfinden, die geeignet ist, Hass zum Ausdruck zu bringen? Egal, ob der empfunden wird, egal, ob der so ankommt. Natürlich wird im Normalfall alles der Fall sein. Aber dieser Fokus auf Intention und wer hier hasst und wer gehasst wird, die lenkt ein bisschen von dem eigentlichen Problem ab. Und das eigentliche Problem ist, was mit Hassrede erreicht werden soll. Was damit erreicht werden soll und auch was damit erreicht wird, vielleicht dort, wo Leute tatsächlich mal nicht drüber nachdenken. Das sind ja nochmal die Definitionen, die wir eben hatten. Bei der Beleidigung würde ich sagen, ist das Ziel normalerweise die situationsbezogene, zeitlich begrenzte Demütigung einzelner Personen. Wenn ich jemanden beleidige,
aufgrund seiner persönlichen Eigenschaften will ich den in der Situation aus irgendwelchen Gründen, weil ich ihn nicht mag oder was auch immer, herabwürdigen. Aber das heißt nicht, dass diese Person grundsätzlich in Frage stelle. Es ist auf die Situation bezogen, es kann morgen wieder anders sein. Es ist auch nur ist tatsächlich nur meine Meinung dann, wenn ich jemanden beleidige. Bei Hassrede ist das Ziel die dauerhafte Stigmatisierung, die Verdrängung von Gruppen aus der Öffentlichkeit und letztendlich die Vernichtung von Gruppen. Das kann man historisch sehen. Historisch hat es immer wieder Zeiten gegeben, wo Hassrede dominant geworden ist. Das geht immer so los, dass eine sogenannte Outgroup, also wir haben ja eben visuell gesehen, was Outgroups sind, erzeugt wird, indem man einen Begriff findet. Das müssen gar keine Gruppen sein, die wirklich existieren. Das müssen auch keine Gruppen sein, es können auch Gruppen sein, die tatsächlich Merkmale miteinander gemeinsam haben, diese Merkmale aber eigentlich keine Rolle spielen dürften. Dann wird stereotypisiert, das heißt, dieser Gruppe werden zusätzliche Eigenschaften zugeschrieben, die mit der ursprünglichen Definition gar nichts zu tun haben. Das kann zum Teil noch positiv oder romantisierend sein, aber sehr schnell folgt dann Abwertung, Individualisierung, Entmenschlichung, sowas wie Dämonisierung. Den Leuten werden selber böse Absichten unterschoben. Dann als nächstes werden deren Rechte in Frage gestellt. Dann folgen Gewalt- und Vernichtungsfantasien. Die sind am Anfang häufig erstmal hypothetisch oder literarisch oder heutzutage gerne satirisch. Dann folgen direkte Aufrufe zu Gewalt und Vernichtung. Und das ist ja sozusagen dieser ganze Bereich hier von der Abwertung bis zu Aufrufen von Gewalt und Vernichtung. Das ist das, was ich hier als Hate Speech bezeichnen würde. Und interessanterweise übrigens, das ist heute nicht unser Thema, aber parallel dazu kann man historisch immer beobachten, dass Verdächtigungen und Gerüchte aufkommen, falsche Anschuldigungen und Verschwörungstheorien, also im Prinzip das, was wir im Moment unter dem Begriff Fake News abhandeln. Also dass wir es im Moment mit Hate Speech und Fake News zu tun haben, das ist kein Zufall, das hat beides etwas mit der Dämonisierung von Gruppen zu tun. Und dann folgt eben häufig leider tatsächliche Gewalt und Vernichtung. Ich überspringe diese Folie mal, weil ich sonst eventuell ein bisschen knapp mit der Zeit werde. Also ein großes Beispiel für diesen Ablauf, die sogenannten Zigeuner. Das sind mindestens drei verschiedene Gruppen. Die Sinti und Roma haben sich so ein bisschen zusammengeschlossen als Interessenvertretung. Heute haben historisch eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Die Jänischen haben überhaupt nichts mit den Sinti und Roma zu tun. Die hatten eigentlich nur gemeinsam, dass sie eine nomadische Lebensweise hatten, aus verschiedenen Gründen. Teilweise, weil es traditionell bei denen so war, teilweise, weil sie durch die beginnende Industrialisierung und Landflucht und so weiter einfach heimatlos geworden sind. Und die hat man dann alle zusammengefasst und als Zigeuner bezeichnet. Stereotypisierungen waren am Anfang durchaus noch positive dabei. Freiheit, Lebensfreude, Abenteuer, ja, Zigeunerlieder, Tanz und Musik und quasi ein Leben ohne gesellschaftliche Regeln, aber ganz schnell natürlich auch so negative Stereotype wie Unstetigkeit und Gesetzlosigkeit. Das kann man im ganzen 19. Jahrhundert schon sehen, wie sich das andeutet. Schnell entsteht die Vorstellung, dass das kriminelle Banden sind, die nur sich selber loyal sind, die keine Moral haben, die keine Hemmungen haben. Das ist ja die logische Konsequenz daraus, dass sie gesetzlos sind. Also hier findet eine tatsächliche Dämonisierung statt. Dann hat man angefangen, tatsächlich Rechte in Frage zu stellen. Man hat entweder versucht, sich zu zwingen, sich niederzulassen, im 19. Jahrhundert, also ihnen ihre althergebrachte Lebensweise zu nehmen. Oder man hat sie ausgewiesen oder man hat sie gar nicht erst einreisen lassen. Man hat ihnen quasi Staatsbürgerschaftsrechte entzogen und solche Dinge. Und dann kam es natürlich zu einer großen Vernichtungswelle während der Nazizeit. Und heute sehen wir in Osteuropa vielleicht keine Vernichtung, aber doch eine relativ systematische Vertreibung. Also das ist ein typisches Beispiel dafür, wie Hassrede nicht etwas Harmloses ist, was so für sich dasteht, sondern wie das in einen historischen Prozess eingebunden ist. Wie liege ich in der Zeit? Wie lange habe ich denn noch? Ich würde mal sagen, so 10? 10 Minuten? Ja. Sehr schön, dann habe ich doch etwas mehr, als ich dachte. Auch in der spontanen Ansage. Okay, dann versuche ich 7. Dann will ich doch diese eine Folie zurückgehen, die tatsächlich in der Reihenfolge auch hier hätte sein können. Hassrede kann man historisch untersuchen und man kann dort eben zeigen, dass das, was wir heute gerade jetzt im Moment Hassrede nennen, das hat auch andere Begriffe gehabt, natürlich in der wird nicht immer als Hassrede bezeichnet, wird manchmal auch einfach als Hetze bezeichnet oder als Volksverhetzung eben mit ähnlichen Begriffen auch in anderen europäischen Ländern. Man kann es aber auch psychologisch untersuchen, ist tatsächlich sehr umfassend untersucht worden, hauptsächlich in den USA, aber durchaus in gesellschaftlichen Situationen und mit Gruppierungen, die vergleichbar sind. Ich denke, diese Ergebnisse lassen sich übertragen. Und Hassrede hat auch tatsächlich nicht nur historische Wirkungen, sondern auch konkrete
in der Gegenwart, der jeweiligen Gegenwart nachweisbare negative Effekte und sollte allein deshalb uns Sorgen machen. Und zwar hat das negative Effekte auf Betroffene, auf Täter und Täterinnen und auch auf die Gesellschaft insgesamt. Negative Effekte auf Betroffene sind jetzt alles nur Dinge, die man psychologisch nachweisen kann, sind ein vermindertes Selbstwertgefühl. Also Mitglieder von Gruppen, die häufig zum Ziel von Hassrede werden, haben ein vermindertes Selbstwertgefühl. Sie entwickeln ein Misstrauen gegenüber den Mitmenschen in der Gesellschaft, denjenigen, die nicht zu ihrer Gruppe gehören. Sie zeigen teilweise Symptome, die mit Traumatisierung vergleichbar sind. Ob das wirklich Traumata sind, ist ja schwer zu sagen. Man kann es ja im Prinzip nur an den Symptomen ablesen. Sie werden auch, solche Gruppen haben auch erhöhte Krankenstände und erhöhte Selbstmordraten. Und zwar nicht nur die klassischen diskriminierten Gruppen, die uns so in den Kopf kommen, sondern jede Gruppe, die zum Ziel von Hassrede wird oder geworden ist. Negative Effekte auf Täter und Täterinnen, also auf diejenigen, die Hassrede ausüben. Zum einen kann man zeigen, dass Leute, die Hassrede verwenden, dadurch ihre Vorurteile verstärken und verfestigen, die vielleicht als relativ schwache Vorurteile beginnen, die werden durch das ständige Verbalisieren von Hassrede tatsächlich verfestigt und werden zu echten Glaubenssätzen, werden quasi zu systematischen Glaubenssätzen der betroffenen Personen. Und was man auch sehen kann, sowohl historisch als auch im Labor kann man das nachweisen, dass das Äußern von Hassrede die Hemmschwelle für weitere Hassrede senkt und auch die Hemmschwelle senkt für tatsächliche Hassverbrechen, also für Gewalttaten. Negative Effekte auf die Gesellschaft sind natürlich einmal die Stigmatisierung und Abwertung in der öffentlichen Meinung von ganzen Bevölkerungsteilen, die dadurch am gesellschaftlichen Leben nicht mehr in der gleichen Form teilnehmen können, wie sie es vorher konnten. Diese Mitglieder selber, die Mehrheitsgesellschaft hat eine Tendenz dazu, den Kontakt zu solchen Gruppen zu reduzieren. Man vermutet aufgrund von so einer Art Schuldgefühle, so ähnlich wie Survivor's Guilt, sozusagen, man fühlt sich schuldig, dass man selber nicht zu einer dieser Gruppen gehört. Und es ist einem einfach unangenehm, mit Leuten zu tun zu haben, die zu so einer Gruppe gehören. Die Betroffenen selber ziehen sich zurück aus der Öffentlichkeit, nicht nur aus der digitalen Öffentlichkeit, das ist ja was uns heute vielleicht interessiert, aber auch früher schon vor der Zeit des Internet. Und natürlich sind Hassverbrechen, Pogrome und Genozid auch für die Gesellschaft insgesamt problematisch, nicht nur für die Gruppe, die betroffen ist, für die ist es natürlich besonders problematisch, aber Gesellschaften insgesamt, denen ist es auch nie besonders gut gegangen, nachdem sie sowas in großem Maßstab durchgeführt haben. Das heißt, auch abseits von diesen historischen Betrachtungen ist das etwas, was uns wirklich nicht kalt lassen sollte und was wir nicht verharmlosen sollten. Das scheint alles erstmal nur Facebook zu sein und wir haben so die Idee, vielleicht wenn man Facebook zwingt, bestimmte Dinge zu löschen, dann ist alles wieder gut. Aber wir haben hier eine historische Situation, die sowohl in der Gegenwart, also auch selbst wenn es nicht schlimmer würde, schon in sich problematisch ist, die aber historisch typischerweise zu tatsächlicher Vernichtung und Gewalt im großen Maßstab geführt hat. Bei Geschlecht fällt uns das häufig nicht so stark auf, habe ich das Gefühl, weil wir uns daran gewöhnt haben. Frauen haben sich selber daran gewöhnt, dass sie immer als Outgroup behandelt werden. Männer haben sich sowieso daran gewöhnt, für Männer ist es auch sehr bequem. Die patriarchalen Strukturen, die sind so allgegenwärtig, dass uns Dinge oft gar nicht als Hassrede vielleicht auffallen. Und als ein Beispiel für Stereotypisierung habe ich mal diesen kleinen Cartoon von XKCD mitgebracht. Also hier sind zwei Männer, stehen vor einer Tafel und einer der Männer weiß nicht, wie die Lösung geht. Und der andere sagt, du bist echt voll der Versager in Mathe. Dieselbe Situation mit einer Frau und der sagt, Mädchen sind echt voll die Versager in Mathe. Hier zeigen sich zwei Aspekte von Stereotypisierung. Zum einen natürlich die Zuschreibung, dass Mädchen schlecht in Mathe sind, was übrigens nicht stimmt. Das ist einfach nicht wahr, wenn man sich die Evidenz anguckt. Aber es ist ein Stereotyp, was sich sehr, sehr hartnäckig hält. Und zum anderen aber, dass der einen Person in dem linken Panel zugestanden wird, einfach individuell schlecht in Mathe zu sein, so wie ich übrigens auch schlecht in Mathe bin. Ich muss sehr viel mit Statistik arbeiten und das ist die große Ironie meines Lebens. Ich dachte, als ich Sprachwissenschaften angefangen habe zu studieren, dass ich dem fernbleiben könnte, aber stattdessen musste ich mich da halt durchbeißen. Aber der weiblichen Person dort wird nicht zugestanden, dass sie vielleicht als Individuum einfach schlecht in Mathe ist, sondern es wird gesagt, du bist ein Mädchen und deshalb bist du schlecht in Mathe.
Das heißt, genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Beleidigung als Individuum und der Beleidigung als Gruppenzugehörigkeit, das zeigt dieser Cartoon eigentlich sehr gut. Stellen Sie sich mal vor, da würde statt Mädchen sind echt voll die Versager in Mathe stehen, Schwarze sind echt voll die Versager in Mathe oder Juden sind echt voll die Versager in Mathe, dann würden wir, glaube ich, sofort erkennen, dass es sich bei dieser Aussage um Hassrede handelt. Nur weil es über Mädchen gesagt wird und weil es über Mädchen seit 50 Jahren gesagt wird, kommt es uns halt vor als etwas, was man schon kritisieren sollte, aber was doch nicht echte Hassrede ist. Ein ganz kurzes Beispiel aus der Sprachgeschichte, ich bin fast am Ende. Um einmal zu zeigen, wie lange dieser Druck offensichtlich schon auf der Sprache lastet. Ich habe hier drei Wörter aus dem Althochdeutschen, das Wort Wieb, das Wort Magat und das Wort Diorna. Im Althochdeutschen hieß Wieb einfach nur Frau, das war das normale Wort für weibliche, das neutrale Wort für weibliche Personen. Im Mittelhochdeutschen hatte sich die Bedeutung schon zur Ehefrau verengt, hat eine gewisse Funktionalisierung und Zuweisung zu einem bestimmten Bereich, also man redet über Frauen als Frau von jemandem. Und im Neuhochdeutschen heißt es natürlich Weib, ist also ein allgemein herabwertendes Wort für Frauen. Dasselbe ist mit dem Wort Magat passiert, das hieß im Althochdeutschen junge Frau und im Mittelhochdeutschen hieß es schon Dienerin, vor allem im landwirtschaftlichen Bereich findet man es bis heute teilweise. Also ein Wort, was eigentlich nur für weibliche Personen war, ist zu einem Wort für weibliche Hausdienerinnen oder Hofdienerinnen geworden. Diorna ist das krasseste Beispiel vielleicht, das hieß einfach nur Mädchen. In Norddeutschland gibt es ja heute noch das Wort Dern und das heißt einfach nur Mädchen. Aber im Mittelhochdeutschen hieß das auch schon Dienerin, eine junge Dienerin, die war etwas dann jünger als die Magat. Und im Neuhochdeutschen ist das ein Wort für Prostituierte und zwar kein neutrales Wort oder schmeichelhaftes Wort, sondern ein abwertendes Wort für Prostituierte. Das heißt, wir sehen über Jahrhunderte, dass nicht nur, dass es diese Wörter gibt, die ich vorhin gezeigt habe, ich will sie jetzt gar nicht wiederholen, mir fallen sie jetzt auch gerade gar nicht ein, aber diese hochsexualisierten Hassausdrücke, sondern selbst neutrale Wörter entwickeln sich, und zwar immer wieder, das sind nur drei Beispiele, von neutrale Wörter für Frauen entwickeln sich von einem neutralen Wort zu einem funktionalisierten Wort, entweder in Richtung untergeordnet in der sozialen Hierarchie, sowas wie Dienerin und oder Sexualisierung. Und das heißt, das ist auch kein neues Phänomen und dasselbe passiert interessanterweise nicht mit Wörtern für Männer. Das Wort Herr, das entsprach ursprünglich dem Wort Frau, das ist heute eher ein respektvolles Wort für Männer. Und die Wörter für Jungen und junge Männer, die heißen immer noch Jungen und junge Männer, die haben sich nicht zu dem Wort männlicher Diener oder sowas entwickelt. Genauso fällt es uns vielleicht nicht sofort auf, dass es Hassrede ist. Wenn eine Frau sich im Internet äußert und jemand antwortet, halt dein Maul, du Dreckshure, sonst fick ich dich tot. Auch da gebe ich Ihnen gerne die URL. Das ist eine Standardantwort. Diejenigen von Ihnen, die Frauen sind und online tätig sind, die werden überhaupt keinen Link brauchen, weil sie wahrscheinlich in ihrer Sammlung selber ausreichend solche Dinge haben. Da haben wir uns so dran gewöhnt, dass der Vernichtungswille, der in dieser Äußerung zum Ausdruck kommt, der wird zwar erkannt, ne? Wir sehen alle, dass das eine Vernichtung ankündigt, also nicht nur eine Vergewaltigung, sondern eine Vergewaltigung, die im Tod enden soll, aber es wird irgendwie nicht, also hier sieht man auch wieder, wenn das jetzt einer anderen Gruppe gegenüber geäußert würde, dann würde man das sofort als ernsthafte Drohung strafrechtlich verfolgen und hier sagt man, ja, das ist unhöflich, also sowas muss nicht sein, also harte Sprache, also eieiei. Als allerletztes Beispiel, das, was vielleicht noch viel weniger als Hassrede wahrgenommen wird, das Berliner Studentenwerk, eines der letzten urbanen Studentenwerke, das bis vor kurzem tatsächlich noch Studentenwerk hieß. Das kommt uns erstmal okay vor, ja, weil das ist klar, das heißt zwar Studentenwerk, aber Studentinnen sind natürlich mitgemeint, haben sich ja auch daran gewöhnt, verstehen, dass sie sich auch so eine Karte holen dürfen und dann auch in der Mensa essen dürfen, obwohl sie gar nicht direkt erwähnt werden. Ich glaube, wir wären weniger entspannt, wenn es an den Berliner Universitäten ein Hetero-Werk geben würde, das natürlich auch für Homosexuelle da ist, die sind mitgemeint, also das muss ja nicht extra erwähnt werden. Und ich vermute, endgültig wäre Schluss, wenn wir ein weißen Werk einrichten würden und sagen würden, naja, Schwarze, die haben wir jetzt nicht extra erwähnt, aber ihr glaubt doch nicht, dass ihr ausgeschlossen sein sollt. Natürlich seid ihr auch willkommen, ist doch klar, Weiße schließen doch Schwarze mit ein. Genauso wie immer gesagt wird, Frauen schließen doch Männer mit ein.
Männer schließen noch Frauen mit ein. Das heißt, wir haben ja eine Unsichtbarmachung in der Sprache, an die wir uns gewöhnt haben, die wird verteidigt, es wird behauptet, dass diese Form Student geschlechtsneutral sei. Also da werden die absurdesten Verrenkungen gemacht, und zwar nicht nur von Aktivistinnen und Aktivisten so aus dem Bereich der Männerrechtsbewegung, sondern auch von vielen Kollegen von mir, die das auch glauben. Da haben sie nämlich auch so gelernt früher, als die Männer, als deren Professoren nämlich auch alles nur Männer waren. Da schien das ganz logisch, dass Studenten natürlich auch Studentinnen mit meint. Hier gibt es ja jetzt sozusagen die Möglichkeit des Studierendenwerks. Das, so heißt es auch bald. Dieses Logo musste ich selber erfinden, denn ich habe noch keins gefunden. Aber das ist umbenannt bereits offiziell. Das ging in diesem Fall aber auch nur, weil man aus Studieren so schön so ein Partizip machen konnte. Diese Partizipien sind zwar verhasst, aber sie sind eigentlich sehr praktisch. Und ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen. Bei sowas wie Journalistenschule wird es schwerer, weil es da eben kein geschlechtsneutrales Wort gibt. Journalist ist nicht aus einem Verb abgeleitet, deshalb lässt sich nicht ohne weiteres ein Partizip bilden. Und jetzt können wir natürlich Journalistinnen und Journalistenschule sagen, und ich würde auch sagen, das klingt eigentlich ganz gut. Man kann sich dran gewöhnen, aber, und damit will ich schließen, hier findet eine andere Art von Unsichtbarmachung statt, über die sich immer mehr Menschen beschweren. Und das ist, dass hier gesagt wird, okay, es gibt also zwei Arten von journalistisch tätigen Menschen, nämlich männliche und weibliche, aber was ist mit den Leuten, die sich dort nicht einordnen können oder auch nur nicht einordnen wollen? Und eigentlich macht es keinen Unterschied, denn wenn sie es nicht wollen, sollten sie es auch nicht müssen. Und weil wir vorhin über Sternchen geredet haben am Anfang in der Einleitung, ich habe dieses Sternchen auch lange Zeit als Versuch wahrgenommen, und ich glaube, es war es am Anfang auch, geschlechtsneutrale Formen zu finden. Aber mir ist immer klarer geworden, und ich glaube auch, die Entwicklung ging in diese Richtung, das wird gar nicht unbedingt als geschlechtsneutrale Form wahrgenommen, sondern dieses Sternchen bedeutet für viele Leute, dass sie sich in einem Wort wiederfinden, in dem sie sich nicht wiederfinden würden, wenn es nur Männer oder Frauen bezeichnet. Das heißt, es ist mehr als eine geschlechtsneutrale Form, es ist eine Form, die in sich schon sagt, es gibt außer Männern und Frauen noch etwas anderes. Das ist natürlich was, was in der Sprache kaum sichtbar gemacht werden kann, denn unser Sprachsystem ist darauf nicht eingestellt. Orthografisch gibt es verschiedenste Möglichkeiten, über die wird auch viel gestöhnt und es wird auch viel sich darüber lustig gemacht, aber man muss sich einmal klar machen, wenn man das nicht macht, dann gibt es Leute, die finden sich in der Sprache einfach überhaupt nicht wieder. Und das, egal ob es um Leute geht, die sich nicht in Männer und Frauen kategorisieren wollen, oder ob es um Frauen geht, die sich im sogenannten generischen Maskulinum nicht wiederfinden, das ist auch eine Art von Verdrängung und Vernichtung. Zwar nur in Anführungsstrichen auf symbolischer Ebene, aber wenn wir an Hate Speech eine Sache, wenn wir aus der Hate Speech-Debatte eine Sache lernen können, dann dass symbolische Vernichtung und symbolische Vertreibung die Vorstufe sind für echte Vernichtung und echte Vertreibung. Und deshalb sollten wir selbst diese Dinge, die sicher nicht hasserfüllt wirken, es ist kein Hass, wenn ich sage, ich nenne es Studentenwerk, aber es ist eine Vorstufe zu einer Entwicklung, die dort enden kann. Mit anderen Worten, harte Sprache als Ausdruck von Diskriminierung, das Fragezeichen war auch im Titelvorschlag drin, das Fragezeichen können wir löschen, harte Sprache ist selbstverständlich ein Ausdruck von Diskriminierung. Dankeschön, Anatol Stefanovic. Wir hatten jetzt natürlich noch so ein kleines Fenster für spontane Fragen. Das hat sich jetzt ein bisschen geschlossen schon. Na ja. Aber wir, Sie erleben alle Professor Stefanovic noch mal später auf dem Podium. Aber tatsächlich will ich trotzdem die Gelegenheit geben, wenn es jetzt ganz konkrete, wenn es jetzt ganz konkrete Nachfragen gibt zu den Ausführungen, dann könnt ihr oder Sie die jetzt auch stellen. Ich habe ein Mikrofon, das könnte ich durchreichen, wenn jemand noch mal nachhaken möchte. Ah, bitteschön. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten und lehrreichen Vortrag, so wie ich mir das auch gewünscht hatte. Um das Sternchen-Thema ganz kurz aufzugreifen. Sie haben das beschrieben als einen Ausdruck von vielleicht Verdrängung oder Vernichtungsansatz, das ist natürlich sehr, sehr krass formuliert in diesem Zusammenhang. Man könnte jetzt provokant nachfragen oder in die Richtung vermuten, dass es lange Zeit eine nicht gendergerechte Sprache gab und man von Studenten sprach und alle anderen, meinte, hat gefühlt ja nicht gerade dazu geführt, dass das Thema Gleichberechtigung und Sensibilität für dieses Thema geringer geworden ist. Also umgekehrt könnte man ja fast meinen, nachdem sich
in der Mehrheitsgesellschaft so ein bisschen durchgesetzt hat, dass Männer und Frauen vermutlich ungefähr gleich sind und alle, die nicht so richtig Lust haben, sich für das eine oder andere zu entscheiden, das ruhig tun sollen, weil sollen sie es halt machen. Dass so zeitlich so ein bisschen ein miteinander oder gleichzeitig passiert ist mit der Möglichkeit, sich auch sprachlich auf diesem Gebiet so auszudrücken. Also das ist sozusagen, wenn man eben nicht die genderneutrale Sprache verwendet, gerade das nicht zu einer Verdrängung geführt hat, sondern während es diese Möglichkeit nicht gab, eine Angleichung oder eine Stärkerwerden. Ich glaube, man muss aufpassen, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr komplex, diese Prozesse sind alle sehr komplex, aber ich glaube, man muss aufpassen, man verfällt immer leicht im Nachhinein in so eine, also man guckt sich sozusagen den historischen Prozess im Nachhinein an und sagt, das ist alles immer freiheitlicher geworden, wir haben immer mehr Gleichberechtigung gekriegt, das war irgendwie ein natürlicher Prozess, obwohl doch die Sprache zum Beispiel ganz ungerecht war. Oder was auch oft gesagt wird, ist sozusagen ein Bundestag voller männlicher Abgeordneter am Anfang, die natürlich die ersten Schritte hin zur Gleichberechtigung beschlossen haben. Es gab ja keine weiblichen Abgeordneten. Und also könnte man doch vermuten, dass das was ist, was ohnehin passiert. Aber ich glaube, was man dabei unterschätzt, und dabei beschränke ich mich mal auf die Sprache, ist, dass die Sprache sich nicht nicht zufällig oder quasi aus sich heraus so gewandelt, sondern da stecken 40 Jahre Sprachaktivismus dahinter, genau wie hinter der rechtlichen Gleichstellung 40 Jahre Gleichberechtigungsaktivismus stehen. Also die zweite Welle der Frauenbewegung, die quasi die Gleichberechtigung seit den 70er Jahren erkämpft hat, die hat gleichzeitig sich mit diesem Thema Sprache extrem intensiv auseinandergesetzt und hat auf vielfältigen Kanälen, weil die akademische Sprachwissenschaft das lange nicht ernst genommen hat, ignoriert hat, auf vielfältigen Kanälen ihre Anliegen quasi an Punkte gebracht, wo Leute saßen, die Entscheidungen treffen konnten, die zum Beispiel über den Sprachstil eines Verlagshauses oder so entscheiden konnten, aber vor allen Dingen in Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, wo keine Vorschriften gemacht werden können. Es wird ja oft gesagt, ihr wollt uns Vorschriften machen. Niemand, also selbst an der Freien Universität Berlin, wir haben einen Gender-Leitfaden, den müssen wir aber, den muss selbst ich nicht benutzen. Es wird nur stark darum gebeten, also es gibt einen gewissen Druck, dass ich den benutze, aber natürlich müsste ich das nicht. Aber an diesen Stellen, wo es diese Möglichkeit gab, da haben die sozusagen das Ohr von Leuten gefunden, die diese Dinge umgesetzt und ausprobiert haben. Und so konnten sich diese Dinge entwickeln. Ich glaube, es gibt einen zweiten wichtigen Punkt, der uns nicht zu selbstzufrieden werden lassen darf, auch mit etwas Halberreichtem. Und zwar ist es natürlich so, Sprache kann manchmal die Vorhaut bilden für bestimmte Entwicklungen, wenn das systematisch betrieben wird, aber häufig passiert es parallel oder ein bisschen zeitversetzt. Sprache ist ein sehr, sehr konservatives Kulturerzeugnis. Das verändert sich nicht wahnsinnig schnell. Solange die Veränderung auf der symbolischen Ebene nicht vollzogen ist, scheint es mir so, dass es extrem leicht ist, die wieder zurückzunehmen. Also jeder Sieg, der im Denken der Menschen vielleicht erreicht worden ist, solange der sich in der Sprache noch nicht niederschlägt, gerät der auch schnell wieder in Vergessenheit. Und deshalb glaube ich, dass diese Formen, auch gerade diese etwas störenderen Formen, teilweise werden ja diese Formen entworfen, um zu stören. Ich denke da an Lan Hornscheids Vorschläge mit dem X. Das soll nicht schön klingen, das soll nicht gut verwendbar sein, das soll stören. Dass diese Dinge wichtig sind, damit nicht man denkt, ja, wir haben ja eigentlich alles erreicht, kann ja eigentlich jetzt jeder, dann brauchen wir es eigentlich auch gar nicht mehr zu machen. Also das sieht man immer sehr schnell, dass so eine Art Backlash dann kommt und auf der symbolischen Ebene war die Veränderung noch gar nicht vollzogen und da hat der Backlash sozusagen symbolisch freie Fahrt. Frau Tweeder, jetzt noch eine Frage. Sie werden sich auch gleich im zweiten Teil dann auf dem Podium treffen, aber vorab schon. Vielleicht bitte. Können wir dann fortsetzen. Ja. Ich würde gerne bei dem anknüpfen, was Sie jetzt am Ende auch nochmal gesagt haben. Sie hatten das am Ende Ihres Vortrags genannt, symbolische Verdrängung und Vernichtung ist die Vorstufe für Vernichtung und Verdrängung. Verdrängung und Vernichtung. Sehen Sie da als Sprachwissenschaftler einen Unterschied zwischen symbolischer Verdrängung und Verdrängung oder symbolischer Vernichtung und Vernichtung? Ich frage das aus der Perspektive der Gewaltforschung, wo ich sagen würde, Hate Speech ist Gewalt.
Und wir haben es gegenwärtig auch mit einer Form von digitaler Gewalt, virtueller Gewalt zu tun. Die ist jetzt in der deutschsprachigen Gewaltforschung noch nicht sehr angekommen, ist noch im Ankommen, würde ich mal sagen, zunehmend. Aber mich würde Ihre Fachperspektive darauf interessieren. Also ich bin ja kein Psychologe, aber ich habe mir die psychologische Literatur zu Hate Speech ja umfassend angeguckt und glaube, dass ich genug... Also, dass ich auch unterscheiden kann, welche Studien gut und schlecht sind. Und mir scheint es ausreichend hochqualitative Studien dort zu geben, die zeigen, dass Hate Speech eben ähnliche traumatisierende Effekte haben kann wie tatsächliche Gewalt. Das ist nicht ganz unumstritten, auch in dieser psychologischen Forschung, aber die Beweislage, sagen wir mal, die scheint mir so, dass man das als Arbeitshypothese eher sagen würde, ja, das ist so, als zu sagen, naja, da müssen wir aber noch ganz viel forschen, bevor wir auch nur quasi die Idee etwas ernster nehmen dürfen. Und insofern haben wir ja sozusagen den psychologischen Beweis, Trauma ist ja eine psychologische Kategorie, also wenn die Psychologen, Psychologinnen uns sagen, Hate Speech kann Trauma auslösen und Gewalt kann auch Trauma auslösen, dann ist klar, dass sie irgendwie zumindest auf dieser Dimension in dieselbe Kategorie gehören. Ich glaube, was auch klar ist, ist, dass verbale Gewalt, also wenn wir die Wahl hätten, wenn man uns jetzt vor die Wahl stellt, du wirst gleich übel beschimpft oder du wirst gleich zusammengeschlagen, dann würden wir alle sagen, nee, dann werde ich lieber übel beschimpft. Ja? Die Intensität ist, glaube ich, nochmal eine andere. Bei Hate Speech ist es, glaube ich, auch deshalb so, dass es ähnliche Wirkung entfalten kann, weil es so unerbittlich allgegenwärtig ist. Und diese vielen kleinen Verletzungen, so was manchmal so Microaggressions oder so genannt wird, aber selbst wenn man es nicht so nennt, ja, dieses ständige, etwas, wo ein einzelnes Ereignis ist, vielleicht nicht so schlimm. Ja, ich werde lieber eine halbe Stunde beschimpft, als eine halbe Stunde zusammengeschlagen. Aber tatsächlich wird ja niemand 24 Stunden am Tag, 360 Tage im Jahr, 10 Jahre lang zusammengeschlagen. Aber die verbale Gewalt wirkt 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über. Und insofern würde ich sagen, ja, das ist Gewalt. Ich würde es trotzdem unterscheiden wollen, indem man sagt, symbolische Gewalt und tatsächliche körperliche Gewalt. Vielleicht sollte man nicht tatsächliche Gewalt sagen. Ich glaube, symbolische Gewalt und körperliche Gewalt sind nicht dasselbe. Das eine ist symbolisch, das andere ist körperlich. Aber es ist beides Gewalt, auf jeden Fall. Gibt es noch Fragen konkret an Herrn Stefanovic? Moment nicht, aber wie gesagt, Sie werden ihn wiedersehen. Vielen Dank nochmal für die ganzen Ausführungen.